Hallo und herzlich willkommen in meinem Hexenhain. Deine Tageskarte findest du unten in der Videobeschreibung. Hallo, Karte Nummer 1. Für dich habe ich das schamanische Seelenorakel ausgewählt. Und was haben wir denn da? Das Herz des Himmels. Das ist eine super schöne Karte. Ich lese dir mal vor, die Essenz. Das Herz des Himmels ist die Liebeskraft, auf der die gesamte Schöpfung beruht. Genau diese Kraft ist auch am Werk, wenn du kreativ wirst, dem Formlosen Gestalt verleihst oder eine originelle Idee in Worte fasst. Diese Urkraft kennt weder gut noch schlecht. Es ist an uns, die klare Intention aufzubringen, die sie dazu veranlasst, sich zu manifestieren. Das Herz des Himmels unterstützt uns dabei, die Schönheit der unsichtbaren Welt auf den Plan zu rufen und ihr in die Welt der Materie zum Ausdruck zu verhelfen. Die Einladung, das Herz des Himmels stellt eine Art heiliger Gedankenstütze dar, denn es bringt dir in Erinnerung, dass du ein Kanal der ursprünglichen göttlichen Schöpfungskraft bist. Werde nun zum Malerpinsel, zur Leinwand, zum Künstler, alles unter der Ägide des Herzens des Himmels. Formuliere deine ethisch untadelige Absicht in aller Klarheit und überlasse die weiteren Einzelheiten dem Universum. Das heißt, wie schon so oft in meinen Legungen, habe ich hier den Eindruck, du willst irgendetwas machen, da steckt irgendeine Kreativität in dir und heute ist der Tag, irgendetwas davon rauszulassen, zu malen, zu schreiben. Das könnte alles Mögliche sein. Sei kreativ, lass all deine Liebe reinfließen in dein Kunstwerk. Und mehr gibt's zu der Karte auch gar nicht zu sagen. Sei kreativ, lass es raus. Lass dich von der Muse küssen. Das war deine Karte des Tages. Wir sehen uns. Bye. Hallo, Karte Nummer 2. Für dich habe ich das Oracle of Shadow and Light. Und was haben wir denn hier? Voodoo in Blue, Back Off. Back Off heißt, halt dich fern. Das heißt, die Vibes mit dieser Karte sind, dass da jemand ist, den du eigentlich am liebsten loswerden willst oder der sich unangenehm anfühlt. Vielleicht fühlst du dich ausgenutzt von dieser Person und du ziehst nicht genug Grenzen mit diesem Menschen. Das heißt, heute kann es sein, dass du Grenzen setzen wirst, vielleicht erstmals mit dieser Person. Oder es ist eben die Aufforderung, setz heute mal Grenzen mit dem Menschen. Es kann auch sein, dass da jemand ist, den du aus Angst vor irgendeinem Streit oder vor Disharmonie ins Gesicht lachst, obwohl du ihn eigentlich längst loswerden willst, diesen Menschen. Denn diese Karte spricht von gemischten Signalen, die man aussendet. Das heißt, du möchtest vielleicht einfach Everybody's Darling sein oder vielleicht lachst du auch einfach immer alle an. Aber es gibt da eine Person, die du eigentlich loswerden möchtest und so wirst du sie jedenfalls nicht los, ist was ich höre. Du wirst also vielleicht irgendwann mal klare Kante fahren müssen und sagen müssen, weißt du, nee, wir beide nicht. Oder zumindest kannst du vielleicht aufhören, den Menschen so anzulachen und so mega super übernett zu sein und den Menschen die Signale zu geben, von wegen, oh, ich liebe dich total oder du bist ein total toller Mensch. Dabei kannst du den Menschen eigentlich überhaupt nicht leiden. Also, falls du sowas hast, das wird hier heute adressiert. Das scheint weder dir noch dieser anderen Person gut zu tun. Und das heißt ja nicht, dass man unfreundlich werden muss. Aber ja, es sind eben so irgendwas geht hier vor sich mit Mixed Messages. Du schickst gemischte Signale raus zu irgendwem. Wenn es resoniert, lass rein, wenn nicht, lass sein. Und eben Grenzen setzen. Das ist ganz wichtig. Lass nicht einfach von irgendwem über dich drüber trampeln, sondern sag ruhig so nicht. Bist du was? So nicht. Gut, das war deine Karte des Tages. Wir sehen uns. Bye. Hallo, Karte Nummer 3. Und für dich habe ich mein neues Deck gewählt, Beyond Lemuria. Oh mein Gott, dieses Deck ist so wundervoll. Da kannst du von ausgehen, dass du jemand ganz Besonderes bist, wenn dich diese Karten gewählt haben.
Was haben wir denn hier? Transformation. Oh ja. Transformation. Die Transformationskarte, was ich sofort spüre, ist, dass du an einem ganz gewissen Punkt in deiner Reise angekommen bist und es mag sich sehr dunkel anfühlen zuweilen und sehr einsam auch und als eine Riesenherausforderung. Denn die Karte rät dir, wirklich präsent zu sein mit deinen Gefühlen, die du momentan durchmachst. Und jetzt mal unter uns, sowas wird dir meistens nicht geraten, wenn du super verliebt bist und alles richtig geil läuft, oder? Sondern wenn eher unangenehme Gefühle da sind, die du lieber weghaben möchtest. Das heißt also, die Schlagworte dieser Karte sind ganz intensiv. Also Self-Care, kümmere dich um dich selbst. Geh nach innen, verbringe Zeit mit dir selbst. Und was ich halt spüre, ist ein enormer Widerstand. Es kann also sein, dass du gezwungen bist, schon seit längerem Zeit mit dir selbst zu verbringen und darauf hast du einfach überhaupt gar keinen Bock mehr. Aber jetzt ist es gerade umso wichtiger. Als die Künstlerin dieses Bild angefangen hat, hat sie selbst dringend nur Umarmung gebraucht. Und dieses Gefühl spüre ich hier auch ganz stark durch, dass du halt dich einfach alleine fühlst zuweilen und wenn du echt in letzter Zeit ständig Leute um dich rum hast und dich überhaupt nicht alleine fühlst, bist du total in der falschen Karte gelandet, bin ich der Meinung. Das heißt nicht, dass auch du nicht eine Transformation vielleicht durchmachst, aber was ich hier sehr dominant spüre, ist Einsamkeit bzw. dieser Punkt auf deiner Reise gefällt dir gerade eigentlich überhaupt nicht. Du möchtest viel lieber ein Pack um dich rum haben. Und da könnte ein bisschen mehr Spaß sein. Und was ich auch gehört habe, war Face it, feel it, free it. Die drei Fs. Also stell dich diesen Gefühlen, fühl sie wirklich im Jetzt und dadurch befreist du sie. Das heißt, diese Angst vor Einsamkeit mag etwas sein, den du dich die ganze Zeit schon nicht stellen willst. Diesen tiefen Gefühl der Einsamkeit. Da hast du womöglich erst einen Zeh reingesteckt. Und du magst ja sagen, ich bin schon sehr, sehr lange einsam und alleine. Aber vielleicht bist du geflohen mit Drogen, mit Tagträumen, mit irgendwas anderem und hast dich vielleicht nie wirklich diesem Gefühl, dass ich bin allein und einsam und ich hasse jede einzelne Sekunde davon. Diesem Gefühl, das kann richtig tief gehen, aber wenn du es dir wirklich angucken möchtest, dann können sich dir ganz tolle Dinge offenbaren. Es hört sich also sehr schwermütig an. Und was ich halt sehe, ist, dass wirklich intensive, tolle Zeiten auf dich zukommen. Aber das jetzt hier eben ist irgendwie der eklige Part der Transformation. Das ist hier irgendwie der Part, wo man das Gefühl hat, ich könnte jetzt langsam mal echt nicht nur eine Umarmung brauchen, sondern tausende davon. Und vielleicht hast du auch jüngst das Gefühl, irgendwie kann keiner mehr so richtig dich verstehen, wenn du dann auf Leute triffst. Irgendwie kann keiner mehr relaten, weil du dich halt in eine ganz bestimmte Richtung entwickelt hast und andere Leute arbeiten vielleicht nicht an sich selbst oder machen nicht, was du machst oder verstehen nicht, was du verstanden hast. Und jetzt fühlst du dich dadurch allein. Und das ist noch die ekligere Art, ich finde ich persönlich, sich allein zu fühlen, wenn man unter Menschen ist und sich mit denen alleine fühlt, irgendwie vollkommen. Also hat man die Leute noch vor der Nase und hat das Gefühl, wir connecten überhaupt nicht. Das ist noch, wenn man einfach nur allein ist und da ist eben einfach keiner, dann ist da einfach keiner. Aber wenn da Leute um einen rum sind und man fühlt sich trotzdem vollkommen allein, ugh. Das ist richtig, also, aber die Karte ruft dazu auf, sich um sich selbst zu kümmern und sich selbst bedingungslose Liebe zu geben in dieser dunklen Phase. Denn anscheinend gibt es einen Grund, warum du das jetzt empfindest. Vielleicht wirst du irgendwann mal mit Leuten arbeiten, die das extrem durchmachen. Oder du arbeitest ja vielleicht jetzt schon mit solchen Leuten, die sehr viel Einsamkeit erleben. Aber was ich halt höre, ist, dass ein ganz bestimmter Part der Dunkelheit, die du jetzt gerade durchlebst, womöglich oder jüngst durchlebt hast, vielleicht bist du auch gerade frisch raus aus der dunklen Nacht der Seele. Und dieser Teil ist der Teil, mit dem du mal anderen Leuten weiterhelfen wirst. Also wenn es die Einsamkeit ist, dann wirst du anderen Leuten helfen, mit Einsamkeit klarzukommen vielleicht. Oder du gibst anderen Leuten, es muss nicht mal sein, dass du gleich ein Buch über Einsamkeit schreibst oder irgendwas. Es kann einfach nur sein, dass du mit irgendwem ins Gespräch kommst und dass es dann steckt jemand anders ganz genau in dieser Phase, in dieser dunklen, die du halt durchwandert hast, diese Dunkelheit. Und
Und die wird dir einfach weiterhelfen, weil wenn du das überstanden hast, dann bist du ziemlich unverwundbar und dann kann dich auch keiner mehr emotional erpressen. Keine Ahnung, warum das gerade hochkam, aber da stand gerade fett vor meinen Augen. Emotionale Erpressung. Irgendwas ist mit emotionaler Erpressung. Und ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie das Feuer, an dem du jetzt gerade geschmiedet wirst. Und ich habe aber den Eindruck, es ist bald vorbei. Stell dich diesen Gefühlen wirklich deep und am Ende wirst du dir vorkommen wie ein spiritueller Krieger, der richtig deepen Shit durch hat und dem man jetzt irgendwie gar nichts mehr kann. Also wie gesagt, solltest du die ganze Zeit in letzter Zeit total glücklich sein und da sind voll die Leute und dein Leben bombt einfach nur, bist du total in der falschen Karte gelandet. Aber ich fühle hier eher den Schwermut und eher Einsamkeit und die Notwendigkeit, mal richtig doll gedrückt zu werden. Und das sehe ich auch für dich in der Zukunft, aber heute musst du dich erstmal selber drücken. Okay, das war deine Karte des Tages. Bessere Zeiten werden kommen. Mach's Beste draus. Wir sehen uns. Bye.